So, einmal Getränk wechseln. Welchen Strohhalm nehmen wir? Wir nehmen dich. Sehr schön. So. Ach stimmt ja, gestern haben uns ja diese komischen Hunde hier angegriffen. Das Leben in der Armee ist hart. Gut, dann wollte ich ja, glaube ich, heute nochmal in das Gasthaus da reingucken und hier in die Fässer. So. Eine Anschlagtafel. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Jetzt ist das, ein frischer Wind kommt auf. Ja. Linksklick auf Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeigen in euer Inventar. Rechtsklick auf das Anzeigensymbol und schaltet neue Quest frei. Auch schon wieder so schnell? Weiß nicht. Nee. Jetzt. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal einfach alles mit, was hier drin ist. Und so. Der Barges-Vertrag. Tapferer Mann dringend gesucht. Wer mir 10 Barges-Schädel bringt, erhält 100 Ohren. Abigail, die Kräuterhändlerin. Gut. Danke. So. Also das war das mit dem Barges-Schädel. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen an Flussufer annimmt. Bedingung für die Bezahlung ist der Beweis, dass drei der Bestien getötet wurden. Bringt ihre Gehirne. Fragt nach dem Geistlichen. Diesen Auftrag zu erfüllen, ist der Ertrunkenen-Eintrag im Bestiarium erforderlich. Der Ghoul-Vertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahlt reichlich Kalkstein der Alchemist. Diesen Vertrag zu erfüllen, ist der Ghoul-Eintrag im Bestiarium erforderlich. Okay, was haben wir hier? Haftbefehl. Hiermit geben wir bekannt, dass der Mann, der sich Professor nennt, zahlreiche Verbrechen gegen die Krone schuldig ist. Der Unterfolgende und viele weitere. Missetaten, Mord, Tätlichkeiten, Widerstand gegen Stadtwache und Offiziere sowie andere Vergehen gegen den König, gegen das König untertan. Wem Unterschlupf gewährt, macht sich der Beihilfe an seinem Verbrechen schuldig. Daher ist es Pflicht eines jeden Untertanen, der Krone zur Verhaftung dieses Mannes beizutragen. Hiermit setzen wir eine Belohnung von 1000 Ohren für denjenigen aus, der diesen Mann der Justiz übergibt, tot oder lebendig. Im Namen seiner Majestät, König Wolters, Vincent Mais, Hauptmann der Stadtwache. Okay. So, haben wir zumindest wieder ein paar neue Aufträge. Was wäre Witcher ohne neue Aufträge? Meditieren in Gasthäusern. Sprecht mit dem Gastwirt Linksklick auf Meditieren. In der Taverne könnt ihr auch Gegenstände einlagern. Sprecht mit dem Gastwirt und klickt Lagern. Ihr könnt eure eingelagerten Gegenstände jederzeit wieder aus jedem Gasthaus und der Taverne holen. Das ist gut. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Wie geht es hier? Alles gut? Ich sollte mich sputen. Nochmal auf Kabel, das ist ein bisschen länger. Okay, bis später. Schön, dass du da warst, Kaya. Ja, zumindest kein Kolos mehr. Also schon besser. Das ist gut. Das ist gut. Freut mich, dass es dir besser geht. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet. Habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach egal. Was kann ich euch bringen? Okay, nee. Erstmal nichts. Bis später. Wir brauchen nichts. Oh ja, trotzdem rennt er immer rum. Okay. Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier.
Wir haben keins mehr. Ja, nee, ist klar. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein. Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Plötzlich ganz anders. Okay. Ich bin ein Hexer. Hm. Bah, beim ewigen Feuer. Bist bei Firmen, habt ihr Arbeit für mich? Nein, also diese Woche aber nicht fragt mehr. Den Geistlichen. Gut. Eventuell nächste Woche, aber für nächste Woche was weiß kann ich noch für nicht, was ich tun? Also kann ich dir tatsächlich noch gar nicht sagen, wann. Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargäst plaudern. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte, aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Touch Mafias ist eine Touch-Mafias so bereit sein. Sicher? Okay. Also ich habe zumindest eine prima Gelegenheit, eure Verluste ein Schade ist jetzt auf Level 62. Ja, gut. Nicht wirklich weiter, aber es geht schon. Sicher? So. Eine prima Gelegenheit, weiß nicht, ob man hier. Gut, man wird scheinbar nicht dafür bestraft. Sicher? Ich bin pleite. Die Quark. Wollen wir mit dir reden? Verdammt, ich sollte eigentlich im Hinterviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen freibieten. Das ist rot. Das darf man sich tatsächlich frei nehmen. Das würde dann eher wieder mit so einer roten Farbe angezeigt werden. Pech. Ich kann auch nicht in die Stadt. Ich verplempere meine Zeit schon zu lange vor diesen Toren. Wollt ihr etwas kaufen? Nur zu. Raubt mich am helllichten Tag aus. Was bietet ihr denn feil? Mein Blut und mein Leben. So, was hast du denn? Na gut, wir können uns eh nicht besonders viel leisten. Barges, 5 Ungeheuer. Ja gut, so viel Geld besitzen wir auch gar nicht. Aber Furchtbringer könnten wir eigentlich. Ja, haben wir bereits gelesen, das können wir verkaufen. Oder? Ja, ne, vielleicht. Ah ja, okay, geht. Und auch das haben wir bereits gelesen. Brauchen wir es auch nicht mehr. Das auch. Das müssen wir noch lesen. Okay. Das Buch der Schwalbe. Weiße Möwe, Halluzinogen und hochwertige alchemistische Grundstoff. Schwalbe erhöht die Vitalitätsregeneration, Katze ermöglicht Nachtsicht. Schneesturm verbessert Reflex im Kampf. Nekrophagenöl, Waffenüberzug erhöht Schaden gegen Nekrophagen. Okay. Ja.
Wo konnte ich nochmal? Hier. So, jetzt sieht es doch schon mal ordentlich aus. 32 Gigabyte. Das ist 16. Weiß ich nicht. Bauer. Du hast gar keinen Namen. Bauer. Pumpenbolt. Also das, was da rauskommt. Naja. Okay. Ah, hier ist Alvin. Den haben wir doch gerettet gestern. Ihr habt mich gerettet, oder? Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nein, scheinbar nicht. Wir sprechen uns noch. Scheinbar nicht, nee. Bleibt still! Faustkampf. Ich juckt es, jemanden zu schlagen. Nee. Noch nicht. Da oben hängen Netze. Bin mir gerade das erste Mal auf. Gut, dann können wir jetzt hier raus. Wir sollten ja, glaube ich, auch den Geistlichen suchen. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Schmied. Ruft. Okay. Schauen wir uns hier erstmal um. Für den Schmied haben wir eh noch kein Geld. Okay, das können wir noch nicht mitnehmen. Gut, gehen wir erstmal in diese Richtung. Ja, die können wir betreten. Leerstehende Häuser. So gut. Hexenhütte. Was haben wir denn da? Feuerstein, Büsimas Gold. Den nehmen wir doch mal mit. Was wie viele Levels und Fiesta gibt. Ich meine 130 oder 135 mittlerweile. Sicher bin ich mir aber nicht. Also 130 gibt es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob das höchste Level ist. So. Ja, das hier sieht mehr als verlassen aus. Aber scheinbar können wir... Doch, hier können wir was mitnehmen. Aber auch nur wieder Feuersteine. So viele Feuersteine brauchen wir dann nun doch nicht. Können wir auch noch nicht mitnehmen. Was hast du denn? Verfluchte Hexe. Ah. Und hier eine Hexe? Na sowas. Ein Hexer. Willkommen. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Hol mich jetzt mal kurz... Erstmal die Waagerechte. Soll ich nochmal kurz hochkommen? Jo, dann komme ich nochmal ganz kurz hoch. Wozu diese Puppe in Menschengestalt wohl dient? Weil ich muss nur... Na, nicht laden. Speichern. So. Nur für den Fall, dass ich jetzt hier rausfliegen sollte. Ich komme hier ja leider nicht aus dem herkömmlichen Weg raus. So. Einmal. So. Weiter geht's. Mussten gerade noch Hundepie wegmachen. Die Kleine hat nochmal daneben gepullert. So. Gut, reden wir doch nochmal mit ihr. Was wollt ihr? Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bagestenschädel? Noch nicht. Nicht ganz. Dann schmutet euch. Ich glaube, 4 haben wir. 3 oder 4.
sonst noch irgendwas zu sagen? Was wollt ihr? Ja, ich weiß, worauf das hinausläuft. Hast du aber... Hast du... starken Alkohol, den brauchen wir für die Tränke. So. Nehme ich einfach schon mal mit. Man kann nicht früh genug anfangen zu sammeln. Diesmal mache ich nicht den gleichen Fehler wie damals, wo ich das erste Mal gespielt habe. Diesmal weiß ich es halbwegs. Tafelwasser, ja gut. Hallo Hühnchen. Euch habe ich vorhin gegessen. Also nicht direkt euch, aber... eure Kompagnons. So. Frische Gräber. Offenbar war die Pest zu Besuch. Ja, stimmt. Aber ganz schön... schon armselig. Ich hätte doch nicht mehr Sterne nehmen können für. Oh. Der braucht kein Grab mehr. Huch. Ach, diese Mausgeschwindigkeit ist einfach... Ja. So, im Kampf werde ich es bereuen, dass ich es so runtergestellt habe. Ich möchte nicht wissen, in welcher Position die beiden gestorben sind. Einmal raus. Raus und ins nächste Häuschen rein. Dass da aber auch kein neuer einzieht. Gut, hier ist gar nichts drin. Gut. Wer ist denn da hinten? Ein königlicher Jägersmann. Okay, hier ist eine Feuerstelle, aber wir können ja eh noch nicht großartig mit euch irgendwie hantieren. Seid gegrüßt, Hexe. Leider. Ich bin der hiesige Jäger. Seid gegrüßt. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut. Ist offensichtlich. Was wollt ihr? Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Naja, eigentlich wollte ich das selbst erledigen, aber da ihr schon mal hier seid... Angeblich haust ein Ungeheuer am Seeufer und frisst Bauern, die spät noch unterwegs sind. Vielleicht hat sich ein Ghul in der Gruft eingenistet. Wie viel für jeden? Ihr Hexer macht nichts uneigennützig. Nein. Tötet ein Ungeheuer, bringt mir den Beweis, dann belohne ich euch fürstlich. Na, das fürstlich würde ich jetzt mal nicht so ausdrücken, aber okay. Haben die Bauern noch mehr über das Ungeheuer am Seeufer gesagt? Ich weiß nur, dass es nachts am See jagt und Leute tötet. Sucht es am Ufer, in der Nähe von Harens Haus. Mhm. Wie sieht die Kreatur aus der Gruft aus? Für mich sieht es nach einem gewöhnlichen Ghul aus. Aber weiß der Teufel. Seht selbst. Wie viel verlangt ihr für einen Ertrunkenen? Das kann ich euch nicht sagen. Ist mein Berufsgeheimnis. Kommt schon. Wir haben denselben Beruf. Sieht so aus. Also, wie viel für einen Ertrunkenen? Kommt auf den Kunden an. Aber im Schnitt 80 Orens. Da bin ich nie rangekommen. Ich wusste, dass mit diesen Preisen was nicht stimmt. Beruhigt euch. Fortschritt, wo man hinschaut. Nur Hexer, Relikte einer vergangenen Epoche, arbeiten noch für ein Almosen. Tja. Und lassen sich noch dazu von denen, denen sie helfen, als Missgeburt beschimpfen. Ein anständiger Lohn für ein anständiges Tagwerk. Was war das? Nichts, nichts. Ich hätte mir ja einen anderen Beruf gesucht. Macht's gut. Ah, okay, aber hier kommen wir nicht weiter. Gut. Überspringen können wir auch nicht. Überspringen genau. Wurde hier noch nicht erfunden. Weißt du, wo Harens Haus ist? Nee, das ist geistliche, das ist Gruft, okay. So, ist dieses Dorf auch verlassen oder leben hier wenigstens Menschen, die ein festes Zuhause haben? Meine Beine tun weh. Also man kann sich zumindest nicht über die Kinder beschweren. Davon gibt es mehr als genug. Eine verlassene Hütte.
Oh. Halbverzierter Leichnam. Na hoppala, was ist dir denn passiert? Also, du hättest wenigstens ein bisschen mehr Gold hier haben können. Nein. Das Schwert von meinem Vater ist viel größer. Das will ich gar nicht wissen. Wo ist meine Katze? Eine sehr gute Frage. So, wo geht's hier lang? Fahrt zur Höhle. Okay. Liegt da. Ah, noch ein Leichnam. Okay, der ist aber ein bisschen mehr verstümmelt worden. Aber silberner Bernsteinring. Schinkenbrot. Brot, Blaubeeren. Lebt er noch? Vielleicht? Ich glaube, er zuckt noch. Nee, ich glaube, der ist mehr als tot. Den hat's dahin gerafft. Schade. Ich hätte mich doch so gerne mit ihm unterhalten. Ist hier sonst irgendwas? Geist des windigen Wanderers. Okay, was haben wir da jetzt gekriegt? Hartzeichen, Intensität 50% erhöht. Restliche Zeit 1 Stunde 39 Minuten. Okay. Ja gut, in die Höhle möchte ich noch nicht. Da kommen wir auf jeden Fall später noch rein, das weiß ich noch. Ich möchte erstmal die Karte komplett aufdecken. Und versuchen, diesmal nichts zu übersehen. Tipp, stellt das Medaillon so ein, dass es Ungeheuer oder Magie in der Nähe entdeckt. Wenn es darauf eingestellt ist, Magie zu entdecken, vibriert das Medaillon in der Nähe von Orten der Macht. Das Medaillon einzustellen, meditiert und öffnet das Inventar. Dann wählt zwischen Magie oder Ungeheuer. Okay. Wird weiter Magie durchführen. Okay, was haben wir da jetzt? Zeichenintensität um 100% erhöht. Ach, okay. Was wie teuer dein PC circa war, bin ich von neidisch drauf. Boah. Ich glaube 2500. 2600, vielleicht auch etwas weniger, ich weiß es nicht. Kann es dir leider nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall über 2000. Aber den genauen Preis müsste ich raussuchen. Irgendwo habe ich den Zettel dafür noch. So. Hier ist nichts mehr, nur noch eine alte Vogelscheuche. Also wir haben mehr Brennholz. Na gut, wir hatten aber auch mehr Bäume. Kannst du jetzt wieder mal machen? Ja, ich kann gucken, ob ich es finde. Ob ich schon hier unten habe. Ich bin alt. Also dass ich den Zettel noch habe, das weiß ich, aber ansonsten sag ich dir einfach beim nächsten Mal, wie teuer der genau war. Oder ich frage meinen Freund, der müsste das eigentlich auch noch wissen. Dann sage ich dir zum nächsten Mal auf jeden Fall Bescheid. Brot. Nee, hier kann man nicht durch. Das ist schön gewesen. Leute mit Namen wäre mal schön. Die sagen uns ich bin hundemüde. Ja. Mein Nachbar hat wieder seine Frau geschlagen. Das raubt mir den Schlaf. Sicher, dass sie ihn geschlagen hat? Es zieht ein Sturm. Dass er sie geschlagen hat? Nee, das brauche ich nicht. Mit noch mehr Bier will ich mich nicht. Das können wir nehmen. Sumpfungeheuer. Das Bestiarium beschreibt Sumpfungeheuer. Ertrunkene Tote und Blödsinn. Zygier?
Okay. Es bietet Informationen über Methoden, mit denen sie zu bekämpfen sind, und über alchemistische Zutaten, die sich aus den Kadavern dieser Ungeheuer gewinnen lassen. Okay. Na gut, brauchen wir zumindest ein Buch schon mal nicht mehr kaufen. Ist ja schon mal ganz gut. Noch ein Grund, warum ich jetzt hier so in die Häuserchen reingucke. Das haben wir letztes Mal nämlich auch nicht gemacht. Es kann ja immer sein, dass man noch irgendwas findet. Die meisten Sachen sind ja eh verlassen. Gut, bis auf hier. Man ahnt etwas. Der schaut wie immer tief ins Glas und merkt gar nichts. Es kann nachts sehr gefährlich sein. Dann gehe ich anderswohin. Na gut, heute, wenn es dunkel ist. Eure Gespräche passen nicht zueinander. Und wir haben die fliegende Schale entdeckt. Oh, es regnet. Die fliegende Schale, sie existiert in jedem einzelnen Spiel, habe ich so das Gefühl. In jedem Spiel habe ich das Gefühl, es existiert diese Schale. Was für ein Wolkenbruch. Bei Gothic 1, bei Witcher 3 war es, glaube ich, auch bei Skyrim. Na gut, bei Skyrim schwebt eigentlich alles. Gefühlt. Da gibt es, glaube ich, nichts, was nicht schwebt. Noch ein Hammelbein. Ich bin müde. Ja, dann leg dich doch schlafen, wenn du müde bist. Hier noch rein. Ja. Selbst Hühner haben Angst vor uns. Holztruhe. Das nehmen wir mal mit. Davon haben wir jetzt so viel, das brauchen wir nicht. Und Feuersteine sollten wir jetzt auch erstmal ruhen lassen. Wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen was eingesammelt. Ja, Tauben aufscheuchen. Lasst euch nicht töten! Ich versuche es. Aber wenigstens mal jemand, der uns nicht irgendwo eine Beschimpfung hinterher ruft. Haben wir noch. Ja gut. 5 können wir noch mitnehmen. Region betreten, Umland. Ah. Okay. Na, ist ja schon ein bisschen was. Gut, die Schilder kann man nicht lesen. Ich habe die Wäsche zum Trocknen. Haben wir schon noch was? Nee. Hier ist die Bürgerwehr. Na, was wollt ihr? Dürfen wir nicht ins Dorf? Halt, Streuner! Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus, aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Tolle Bürgerwehr seid ihr. Ja, das hier sieht, das könnte ich mir auch gefallen lassen. Das sieht ja schon gar nicht mehr schlecht aus. Ein Feuerstein,